So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich war eben nämlich noch im Rewe und es hat geregnet. Ich bin komplett nass geworden. Seht ihr das? Nee, seht ihr nicht, aber seht ihr das? Hier an der Hose überall alles voll geregnet. Aber das war wichtig, denn wir haben gestern am Montag geguckt, wie Flatti eine Nudeltorte gemacht hat, ja? Eine Nudeltorte. Mit Ketchup und Gurken und allem drum und dran. Er hat gesagt, er ist gespannt, wie ich meine Nudeltorte mache. Wir haben gedacht, mach mal das mal nach, ne? Wir, seht ihr ja, ich und ich, also bin ich jetzt los in den Rewe gezogen, habe meinen letzten Pfand abgegeben. Das war dann so 2 Euro noch was. Und habe von den 2 Euro noch was extra im Rewe mir jetzt eine Packung Nudeln geholt für 49 Cent von der Marke Ja. Penne Rigate. Gibt es noch nicht als Shiny, ist erst die erste Einführung. Also Penne Rigate für 49 Cent. Das sind auch 500 Gramm. Die wollen wir jetzt mal im Topf machen. Und dann mal gucken, dass das alles zusammenkleistert und eklig und gammelig wird, damit das dann einen Kuchen ergibt. Das ist schon das ganze Geheimnis. Dafür habe ich auch schon hier Wasser aufgesetzt. Zack. Wasser steht am Start. Platte ist auch an. Jetzt wollen wir mal kurz hier die komischen Nudeln da reinpacken. Jetzt machen wir das hier auf. Tun das hier rein. Ungefähr so. Jetzt hat der Adi den Brettschiss, weil der Adi sonst immer gern Nudeln isst. Und knuspert da immer drauf rum. Aber Adi, nein, die Herdplatte ist heiß und Nudeln im Wasser, was heiß wird, ist auch nicht gut. Also. Verbrenn dich, damit du merkst, dass ich recht habe. Die sind jetzt hier drin. Bin ich mal gespannt. Normalerweise kippt man ja die Nudeln erst da rein, wenn das Wasser eh schon kocht. Ja, ob jetzt hier der noch irgendwas macht, weiß ich nicht. Aber wir wollen ihn nicht zur Schau stellen, ne? Die Nudeln sind im Wasser. Ketchup. Normalerweise wollte ich eigentlich in Netto laufen, weil ich extra mir eine Packung Ritsch Ketchup holen wollte. Original, wie es beim Fladdy auch im Video war. Ritsch Ketchup. Das Etikett war zwar nicht mehr dran, aber ich habe direkt dran gesehen, das ist Ritsch Ketchup. Ich habe aber kein Ritsch Ketchup, ich habe auch kein anderes Ketchup in dem Sinne. Wir haben aber andere komische Soßen. Hier steht noch irgendwie so Chili-Soße rum, hier ist noch Sweet Chili irgendwas, hier ist noch Chili-Soße. Und im Kühlschrank haben wir auch noch hier diese komische Berliner Currywurst-Soße. Das kann man ja alles dran packen, das wird dann auch irgendwie ein Ganzes ergeben. Gürkchen haben wir hier noch, Rest 3 Stück und hier noch ein Gläschen. Musste ich also nicht holen. Wir machen jetzt mal die Nudeln zurecht und schauen uns dann mal an, ob wir die Torte dinieren können. Dekorieren, nicht dinieren. Dinieren erst danach. So, die scheiß Nudeln sind eigentlich fertig, aber ich musste die jetzt hier mit dem Nudelsieb aus dem Topf raus, das Wasser abgießen, zurück in den Topf. Hab die jetzt ein bisschen auf den Ofen stehen gelassen gehabt. Die sind natürlich sehr schmierig, schleimig, die glitschen rum, weil die ja warm sind und feucht. Hier habe ich mir jetzt ein paar Gürkchen geschnitten. Das sind übrigens zwei verschiedene Gurken. Das ist die Gurke und das sind die Gurken. Sieht anders aus. Weil ich dachte, ich habe keine Zeit zu warten, bis das einfach alles vergimbelt, habe ich jetzt den Topf mit den Nudeln hier in den Gefrierschrank gestellt, in der Hoffnung, wenn das abkühlt und kalt wird, dass es dann eben, weiß ich nicht, dass das schmierige, wässrige, was an den Nudeln ist, gefriert und die Restnudeln an sich dran pappt, sodass, wenn ich es dann rumdrehe und rausmachen will, es eben ein Klotz ist. Ob das jetzt schlau ist oder nicht, weiß ich nicht. So, ich habe die Nudeln jetzt mal hier rausgenommen aus dem Gefrierfach. Der Topf ist eiskalt. Hier kann man auch überall jetzt Fingerabdrücke drauf machen. Die oberen Nudeln sind ein bisschen locker. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Ich will es jetzt mal versuchen. Wenn ich das nehme, wenn ich das einfach rumdrehe, wenn ich das hochhebe, whoop. Hey, und da ist es rausgekommen. Das sieht aber super aus. Und ich glaube, wir können das jetzt, so wie es ist, auch einfach verwerten, ne? Wir müssen es nur noch ein bisschen belegen. Hier ist irgendwie was. Toll. Da ist irgendwie so Nudelzeug runtergefallen, aber irgendwie frisst der Adi gerade die Nudeln. Adi Schatz!
Wir wollen das jetzt noch belegen, denn jetzt ist es ja kalt. Kalt schmeckt's nicht. Deswegen möchte ich da bitte ein bisschen Käse drauf machen. Das wird nämlich eine Käse-Sahnetorte. Ach, eine Käse-Nudeltorte. Sahne. Jetzt machen wir uns hier einmal Käse in die Ecke. Dann einmal Käse in die Ecke. Und irgendwie geht das gar nicht so auf, wie ich das wollte. Also machen wir nochmal Käse einfach in die Ecke. Alter, hier klebt ja noch die ganze Folie dran. Oh mein Gott, jetzt klebt der Käse zusammen. Käse, hör auf. So, in die. Oh Mann! Dann einmal hier. Und noch einmal jetzt hier vorne. Zack. So sieht das doch gut aus. Jetzt haben wir hier unsere schöne Nudeltorte mit Käse. Die packen wir jetzt in die Mikrowelle. Und werden die mal kurz ein bisschen aufwärmen. Also die ist nicht gefroren, aber die ist halt jetzt ziemlich kalt, ne? So, die Nudeltorte kommt jetzt frisch aus der Mikrowelle. Die ist jetzt eigentlich richtig warm. Also wenn man die Hand dran hält, fühlt sich das an, wie wenn man die Hand an was Warmes hält. Wir müssen jetzt aber hier noch das I-Tüpfelchen, ja? Das Sahnehäubchen fehlt ja noch. Wir wollen da jetzt, der Käse ist, weiß ich nicht, der Käse ist komplett einfach jetzt wie Gummi. Ich dachte, das läuft richtig, das ist jetzt einfach nur wie Gummi. Wir wollen da jetzt ein bisschen was drauf machen. Wir haben nämlich zum Beispiel Chiliflocken. Wow, guckt euch doch die Chiliflocken an. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt mache für euch, dass ihr das hier am besten vielleicht seht. Machen da jetzt erstmal hier ganz gemütlich ein paar Chiliflocken drauf zum Dinieren, dass das richtig schön aussieht. Das fliegt jetzt überall hin, nur nicht auf die Torte. Vielleicht hätte ich erst das Ketchup drauf machen sollen, dass die Chiliflocken da drin halten. Sieht man das überhaupt? Da sind jetzt Chiliflocken drauf. So, dann stellen wir es hier wieder hin. Dann würde ich sagen, weil das hier weg soll, diese komische Berliner Currywurstsoße, schütteln wir mal ein bisschen. Machen jetzt hier, oh, da kommt alles raus, Berliner Currywurstsoße drauf. Bis es furzt, da wisst ihr ja Bescheid. Dann packt man es wieder rüber. Dann würde ich hier ein bisschen von dieser Chili-Soße direkt drauf machen, die Pupsi letztens mitgebracht hat. Die sieht nämlich ein bisschen heller aus als alles andere. Kommt da jetzt noch was drauf? Schön ein bisschen hier rumkreiseln. Ihr habt ja auch Gurken dabei. Dann haben wir hier eine Sweet Chili Soße, die steht bestimmt schon 10 Jahre. Da werden wir jetzt auch hier in der Mitte irgendwo ein bisschen was mit drauf machen, dass da noch ein bisschen Süße mit dabei ist. Und die gute Sriracha Soße darf natürlich auch nicht fehlen, die immer so schön nach Erde schmeckt. Das kann ich euch jetzt aber mal hier aus dieser Perspektive zeigen. Guckt doch mal, wie die Torte jetzt schon aussieht. Da machen wir einfach nur einen Strich hier, einen Strich links, einen Strich rechts. Na gut, jetzt haben wir mehr Striche, als es sein muss. Haben da irgendwie versucht, jetzt so eine Form zu bilden, wo wir auch lang schneiden können, wenn wir Stückchen machen wollen. Aber bevor wir Stückchen machen, müssen wir ja auch noch die Gurken auftragen. Das heißt, wir gehen jetzt hierher und belegen das Ganze jetzt mit Gurkenscheiben. Ungefähr, ach so, das ist ein ganzes. Ja, klatschen wir das einfach mal drauf hier. Das ist wie wenn er jetzt die Erdbeeren auf die Erdbeertorte macht, ja. Nur dass es halt Gurken sind. Irgendwie sehen die Gurken ziemlich muffig und dunkel aus. Und die anderen waren irgendwie übelst nice. Und das ist irgendwie nicht so nice. Aber das seht ihr gleich, wenn wir fertig sind vielleicht. Ich sehe jetzt schon, dass das auch eine Riesensauerei ergibt. So, hier hinten noch was hin, dorthin. Jetzt sind die bösen Gurken weg.
Und wir haben noch die Gurkenguten übrig. Ach, die guten Gurken übrig. Das sind jetzt dreieckige Stückchen. Die verteilen wir hier hinten. Ich brauche nämlich den Teller. Der Teller muss leer sein. Also muss ich wirklich alles, was ich hier habe, jetzt da drauf verteilen. An Gurken. Und ja. Teller ist leer. Die Nudeltorte ist auf jeden Fall belegt. Und jetzt können wir das hier, glaube ich, wieder normal machen, dass wir euch wieder hier hoch tun und das wieder lang ziehen und euch mal in die Hand nehmen und euch das nochmal zeigen, wie das jetzt von hier aussieht. Also das kann auch wieder weg. Das muss hier nämlich richtig gut aussehen, ja? Oh, da liegt noch eine Gurke. Dass wir das so haben und das so irgendwie, bam. Damit ihr seht, die Nudeltorte, so sieht die aus, vielleicht fürs Thumbnail. Ganz viel Nudeln, Käse, ganz viel komische Chili-Soßen und Ketchup, zwei verschiedene Arten Gurken. Einmal hier diese, die waren ganz und dann in Scheiben geschnitten. Und einmal dann diese Stückchen, was von so Sticks waren, die sowieso offen waren. Und das alles so gemacht. Wir wollen aber jetzt, wie Fladdy das auch gemacht hat, extra wirklich ein Stück abschneiden, ein Stück rausschneiden und auf den Teller packen. Also habe ich mir hier auch ein Michael Myers Messer besorgt, habe den Teller extra hier. Wollen wir schauen, ob das funktioniert. Wenn wir uns jetzt ein Stück von der Nudeltorte abschneiden wollen, gehen also hier rein, gehen bis runter, alles fliegt rum. Wir gehen hier rüber, gehen bis runter, kommen jetzt mit dem Teller, gehen einmal hier drunter, unter das Stück Torte und heben das Stück Torte jetzt einfach raus und auf den Teller. Wow, wie unglaublich locker, leicht das doch funktioniert. Adi, ich geh mal kurz zur Seite. Das ist jetzt das Stück Kuchen von der Nudeltorte, was übrig ist. Adi, nein! Adi! Toll! So sieht das jetzt aus, wenn ihr ein Stück Torte entfernt habt und irgendwie alles rumfliegt und alles vollsaut. Jetzt müssen wir es nur noch probieren. Dafür müssen wir euch aber wieder abstellen. Die Kamera jetzt wieder hoch machen, dass ihr einen auch seht. Und einfach mal jetzt mit einer Gabel hier so ein Stück probieren. Oben ein bisschen Käsenudeln rausgenascht. Einfach den kompletten Käse. Käsenudeln mit Soßen und Gurken. Alter, richtig genial. Ich habe gar nicht gewusst, dass Gurken so gut zu Nudeln passen. Ich glaube, das Beste ist... Wenn viele jetzt sagen, boah, so ein ekliger Fraß, sowas Räudiges, sowas kannst du nicht machen. Das schmeckt verdammt gut trotzdem. Danke an Fladdy für den Tipp. Und es gibt halt ein bisschen Sauerei auf diesem Teller. Ich glaube, das Beste ist jetzt für mich, ich nehme eine große Schüssel. Ich packe diese ganze Torte in die Schüssel. Da kann ich das schön rummachen, dass die Nudeln dann hier nicht so trocken sind, dass ich die Gürkchen und die Ketchup-Soßen alle mit den Nudeln vermischen, teilen. Da kann man auch nochmal eine Scheibe Käse drüber machen. Nochmal rummachen, nochmal eine Scheibe Käse drüber. Bam. Noch ein bisschen Soßen drauf, noch ein bisschen andere Sachen. Und dann hast du eine riesengroße, dicke Schüssel mit Nudelpampe und Soßen und Gurken und frisch und lecker und genial. Und kannst die so essen. Danke an Fladdy für den Tipp. Guckt bei Fladdy auch mal das Video an, die Nudeltorte von Fladdy.
Und ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Ich finde, das sieht richtig geil aus, wie das belegt ist. Aber mein Stück rauspacken hat jetzt nicht so gut funktioniert, wie das beim Vladi funktioniert hat. Aber trotzdem, das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.